nachher. Ich weiß nicht, wie ich das nach euch, weil sonst mache ich euch das. Gut. Gesundheit ist ja am wichtigsten, also alles gut. Ja, TeamSpeak Daten habe ich jetzt zweimal reingeschrieben. Warum wird der Rest auch nicht kommen? Ja, ich bin ja ganz hier hinten, du sagst das habe ich nur auch wieder den. Ja? Irgend so ein Kolbschuster. Sie wüssten, wie groß dieser Wind ist. Dann würden die hier nicht so rumalbern. Fräulein Tach traut sich irgendwas an. Shora, willkommen, Besucher. Willkommen in meiner Welt Illudea. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und Freude daran, Illudea zu erkunden. Ebenso viel Spaß, wie ich hatte, Illudea für euch zu erbauen. Die Reise kann beginnen. Mal gespannt. Wer ist denn da draußen? Knopf für den Hund hat noch niemand entdeckt, oder? Nee, den hat noch keiner entdeckt. Thank you.
Wer kann gut auf Englisch erklären, dass es so ist, dass im Grunde genommen, wenn viele Spieler sind, alle Du kannst doch, du, ich verstehe nicht, du, das Gitter mit dem Knopf oder das Gitter, wo man, also man kann an jedem Gitter aufmachen, es sei denn, man steht auf der falschen Seite. Genau, glaub Christian stand auf der richtigen Seite. Du musst schon sehr vorsichtig sein. Jetzt habe ich den Durchgang gefunden. Genau. Hordi, komm, ich zeig dir ein Geheimnis. Ja, die Spieler sollen ja beschäftigt sein. Und überall per Zufall wieder einen Durchgang finden. Bist du jetzt heute auf so einem Holzsteg? Nee, wir sind oben an dem Eingang zur Höhle. Okay.
der Horan, der findet jetzt was Schönes. Das ist zwar schön. Der Wähler ist immer noch in der Unterwelt. Ja, der wartet aber, bis wir kommen. Also ich habe schon gesagt, er soll noch warten, bis das erste Tuch drückt. Das heißt, ich würde jetzt ganz gern die Tür öffnen. Also, muss ich nicht vorgehen? Hordi im Warten. Ja, Hordi findet das doch ohne Probleme, oder? Nein. Dinge, die weiterführen. Oh nein, jetzt bin ich ja auch falsch. Ja, Seppo, du bist. Quatsch, Seppo. Ja. Ja, du bist falsch. Puh. Muss ich eigentlich nicht über die Antwort machen, ich war schon so viel.
Frutti, machst du mal, oder Seppo ist ja auch daneben. Du hast auf den Knopf gedrückt. Das tut sich nichts. Ja. Okay, Tür geht auf. Da hätte es ganz andere Knöpfe gegeben, die viel versteckter waren, ursprünglich. Da hat jemand den Spawn-Befehl blockiert. Ja, aber wie? Kann ich erst, ja, wenn du sie aufgreifst, dann musst du nicht entschlüsseln. Kannst du ja doch mal aufschreiben, anzeigen, wie auch immer. Ja, okay. Willst du dann nur noch irgendwelche Viecher abschlachten? Okay. Ich würde jetzt nur die roten Sorten abschreiben. Jeden das deine. Also ich gehe jetzt runter an den Steg. Was schreibst du das an?